vom Wohnhaus durch den Ort zum unteren Gemeindeteich. Hier der 1 Kilometer lange Pflanzenweg am Hackelhof vorbei zum Weiherteich. Weiter durch den Scharholzwald zum Himmelteich. Wieder auf dem Weg 31 Richtung Ottenschlag. Hier umgehe ich die Burg, um nach 4 Stunden und 20 Minuten und fast 15 Kilometer wieder zum Wohnhaus zu kommen. Die zwei Jungstörche sind auch schon fast erwachsen und werden in einem Monat nach Süden fliegen. Der untere Gemeindeteich von Ottenschlag. Hier beginnt am Wegrand die Schautafeln von wild wachsenden Pflanzen auf 1 Kilometer Länge.
Musik.